Das ist es, das neue Parkhaus in Worms. Ein Prachtstück. 344 Parkplätze, 5 Etagen hoch und 8 Millionen Euro schwer. Ein Traum, oder? Wie oft sie hier nachgearbeitet haben, war nicht so optimal. Ja, das ist falsch gebaut, ne, die Kurve. Ich war noch nicht ausgekugelt, aber kurz davor. Das Problem, Ein- und Ausfahrt sind so gebaut, dass die Autofahrer regelmäßig scheitern. Egal wie man es macht, man macht es falsch. Der Parkscheinautomat bleibt in unerreichbarer Ferne. Ob große Bögen, viel rangieren, nichts macht ein bequemes Parkticketerlebnis möglich. Bis jetzt. Denn die Stadt hat eine angebliche Neuerung, aber auch die wird einen ziemlichen Haken haben. Aber von vorne. Unsere Reporterin besucht das Wormser Parkhaus am Dom im Oktober, kurz nach der Fertigstellung. Auch sie hat wie alle anderen mehr als Schwierigkeiten bei der Ein- und Ausfahrt. Es geht nicht. Auch kreative Ideen helfen nicht weiter. Ich hab was für Sie. Damit können Sie es vielleicht leichter rausholen. Sonst kommt man da ja nicht ran. Probieren Sie mal. Mal ehrlich, das Problem liegt nicht an fehlenden Ideen oder Fahrkünsten, sondern an der Planung, oder? Wir konfrontieren den Baudezernenten dieses Meisterwerkes und er stellt gleich mal eins vorab klar. Ich bin auf Anhieb reingekommen. Am Parkhaus angekommen, fragen wir nach einer Fahrkostprobe, aber er lehnt dankend ab. Würden Sie denn mit mir jetzt mal hier reinfahren, genau diese Einfahrt langfahren und gucken, ob das dann klappt? Ich glaube nicht, dass ich das tun würde. Also nein, möchte auch nicht. Stattdessen verrät er uns, wo bei der Einfahrt das Problem liegt. Die müssen wir wegnehmen, um den Radius dann optimieren zu können. Und dann ist eine einwandfreie Zufahrt möglich. Also an der Fußgängerinsel liegt's klar. Die Entfernung der Insel würde schlappe 5000 Euro kosten. Aber immerhin könnte man so eventuell ein kleines bisschen näher an den Parkautomaten kommen. Bei der Einfahrt. Das Problem bei der Ausfahrt wäre damit nicht gelöst. Und die Fußgänger, die können schauen, wie sie über die Straße kommen. 4 Monate später. Unsere Reporterin besucht erneut die Höllenschleuse von Worms. Und was hat die Stadt gemacht? Sie hat die größtmöglichen Kosten genutzt und tatsächlich die Verkehrsinsel verschwinden lassen, anstatt den Automaten nur einen Meter nach vorne zu setzen. 5000 Euro on top für das 8 Millionen teure Parkvergnügen. Aber zahlt sich so ein hoher Preis wenigstens aus? Unsere Reporterin fährt an. Hat geklappt. Und tatsächlich, 4 von 5 Mal muss sich unsere Reporterin bei der Einfahrt nicht mal abschnallen. Ganz ohne Verrenkungen geht's dann aber doch nicht. Eine Verbesserung. Bei der Ausfahrt bleiben die Probleme aber nach wie vor bestehen. Also abschnallen muss da mindestens sein bei der Ausfahrt. Wir fragen auch diesmal beim Baudezernenten Uwe Franz nach. Wird die Ausfahrt auch noch verbessert und müssen Fußgänger jetzt beim Überqueren der Straße um ihr Leben bangen? Er lässt uns schriftlich wissen. Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Wenn man das Parkhaus als Fußgänger verlässt, befindet sich in 20 Metern links ein Zebrastreifen. Wir halten fest, Worms hat nun endlich nach 4 Jahren ein kostspieliges Parkhaus, in das man gut reinkommt. Aber wie lange es dauern wird, bis Worms ein Parkhaus hat, aus dem man auch noch gut rauskommt, das steht in den Sternen.